Also, die ist Bombe, ne? Von dem Punch her. Weil die Large Pulse ist aber nicht hier extrem gebufft, weil sie ja die Quirks hat. Wo sieht man es am besten? Wenn man jetzt mal rechts guckt, da gibt es ganz unten Laser ES, Large Pulse Laser Range plus 10 und Large Pulse Laser Heat minus 10. Das macht ihn hier extrem stark. Voll mit Large Pulse Laser spielen. Und man sieht hier auch schon das Problem. Die Bewaffnung hängt extrem tief. Das ist nicht gut. Das heißt, du bist mit deiner Bewaffnung irgendwo, wo ein Blackjack seine Waffen hat. Aber dein ganzer oberer Torso musst du erst exponieren, bis du zum Beispiel, wenn du über den Hügel gehst, kämpfen kannst. Das mag ich überhaupt gar nicht. Das kommt meinem Spielstil in keinster Weise entgegen. Deswegen werden wir die wieder zurückbauen. Und wieder ein Schrott quasi. So, weil ich jetzt gerade noch einen Kaffee trinke, ich wollte mal was anderes ganz kurz machen, bevor es losgeht. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken bei den Heavies, und zwar beim Black Knight, ob es da einen gibt mit guten Quirks für Laser. Also nicht auf die Slots achten, oben das Loadout, sondern die Enhancements, das sind diese Quirks, die sie mal irgendwann eingeführt haben, um die RS-Mechs ein bisschen zu balancieren gegenüber den Clanern. Minus 10% Heat ist schon mal sehr gut. PVC-Mech hier, das hier ist PVC-Mech, der 7er. Also nur der eine. Nur der 6B wäre eine Option. Nur der eine ist am Kopf. Dasselbe Problem wie bei der Banshee. Weil ich suche noch ein Heavy, wenn wir mal ein bisschen mehr zusammen mal spielen. Wieder in einer Lanze oder so. Der zu gebrauchen ist für Large Pulse Laser. PPC. Energie nur minus 5. Minus 5, oder 5M. Ich habe ja den PVC und Energy Heat. Na, zu tief. Rifleman ist da schon fast eine Option eher, weil da geht schon wieder Richtung Cockpit. Ich suche halt noch einen vernünftigen Heavy. Hier der zum Beispiel PPC, Velocity plus Heat-Dings plus Range. Der 5D ist gut. Kann man sich mal im Hinterkopf halten, der 5D. Roughneck. Hat die Points auch schön hoch. Da war geguckt.
Schloss angucken, dann reicht schon, dann werden wir spielen. Coolster ist er Cooldown, ne? Schick Cooldown. Boah, hätte der jetzt dann noch. Heat irgendwas? Ah, der wäre wahrscheinlich auch zu stark. So, Sonnentoss weiß ich ja aus den alten Spielen, dass der schöne Slots hat, den noch mal früher deswegen schon gerne gespielt. Macht man die Range hoch. Schade. Ansonsten gibt's ja. Ja klar, es gibt den Warhammer, ne? Aber der Warhammer, also so geil ich den im Mercury 5 finde, da finde ich mega gut. Der hier ist er, weiß nicht, hier hat er genau dasselbe Problem wie die anderen auch, diese Waffen in den Armen. Wobei man hier das gut kompensieren kann, weil er die Arme ziemlich weit außen hat und da kann man um Ecken gut rumpieken, das geht noch, da kann man da das ein bisschen anders spielen. Weil er die Arme so weit außen hat, dass man jetzt sein Torso zeigen muss. Komplett. Ja, der ist voll auf PPC, ja, das ist PPC. Es gibt nur einen einzigen Mech auf IS-Seite, der Large Pulse Laser, meines Wissens nach, verbessert, und das ist China Maschina, ich bin China Maschina. Da kommst du ja mit fast auf 600 Meter mit dem Ding. Irgendwas mit dem K2. Ja, Quatsch, Katapultkammer 2. Der hat wahrscheinlich auch nur. Ja, PPC. Ne, Energy zusammen. Da können wir eventuell auch was draus bauen. Dragon, ne. Ja, nein. Dann halt nochmal Champion. Ah, der ist immer mehr ballistisch. Ja. Sieht schon geil aus, das Ding einfach nur. Ja, mal überlegen, welchen ich dann. Ob ich mir das K2 dann kaufe. Den dann mit zwei Large Pulse Lasern fahre. Könnt ihr mal ganz kurz nochmal bauen? Weil das Bauen, das kann man ja speichern. Weil es ein Heavy ist, machen wir nur 7, normalerweise mache ich immer 11. Bei meiner Souls, aber es ist ja nur ein Heavy. Man kann sich hier einen groben Überblick verschaffen, wie er werden könnte. Man kann ja nicht die Skills dazu packen, damit man wirklich tatsächlich sieht, wie ist es halt, wenn der komplett rein.
einfach mal, ne? Einfach mal vom Kimmer und ganz kurz mal. Bleibe ich lieber bei meinem. Ich habe ja schon mir ein Happy fertig gemacht, aber ich mit dem bin ich zufrieden. Wobei ich noch den neuen SE versuchen wollte, sogar wieder umzubauen. Ja, und ein Zuschauer meinte letztens, die haben ja die Rauskit ein bisschen runtergeschraubt, dass man auch wieder 4 Large Pulsator fahren könnte.
weiß nicht. Früher habe ich ja immer viel Leitspolster da drunter gehabt, bis wir halt die Ghost-Liga eingeführt haben. Ich weiß, das ist ewig her, das hört sich komisch an, aber ich habe in 2015 ja aufgehört, aktiv zu spielen, da gab es das noch nicht. Das wurde da erst dann eingeführt. Ja, stimmt, 30% nur. Nachdem wie man spielt, 100 Meter Reichweite halt. Aber heiß halt nicht, das ist richtig. Kitzeln mit dem 6er. Da bräuchte man aber Leitfero. Ich denke gerade nochmal an Terra Therma. Das Laserarm ist eine Tonne schwer, ne? Mehr als drauf sogar. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, naja, kriegst du nicht hin, du kannst dir nur das AMS reinmachen und dann fehlt dir das Sot, dann muss man wieder dann sagen, okay, ich verzichte auf. Aber wie war das? Studieren geht über Studieren, ne? Den werden wir so bauen und so spielen. Wenn wir das Geld mal investieren. Dann machen wir dann den 1700 frei. Dann können wir Blödsinn bei anderen nichts machen. Ja, 500 Meter kratzen wir. Das ist okay. Wäre schöner, wenn er 500 Meter stehen würde bei der Reichweite, aber. Und bis du beim Battlemaster einen Arm verlierst, dann muss schon viel passieren. Also bevor du Battlemaster einen Arm verlierst, verlierst du ein Seitentor so. Und 70 ist immer schnell. Okay, den kaufen wir so. Und spielen den mal so. Yeah.
fangen wir damit direkt mit dem an, ne? Oder? Ja. Also machen wir nur 7er und nur 3. Ja, wir werden es probieren. Ich war noch nicht ganz wach, ich habe nicht viel geschlafen heute Nacht. Ah, das kriegen wir schon hin. Haben auch bisher gespielt für das Event. Aber nicht, ich spiele nicht, kann ja leider nicht so lange spielen. Durch meine Schulter. Dass ich mal sagen kann, okay, ich ziehe es jetzt an einem Tag durch, da wird meine Schulter platzen durch den Zündung. Target acquired.
New target acquired. New target acquired. New target acquired. Target destroyed. Target spotted. New target acquired. New target acquired. Ich kann mich natürlich nicht mehr, weil ich so stark Schmerzen habe.
mindestens 2 Stunden nur umgefehlt im Bett. Und gestern Abend ja auch die ganze Zeit nur. Hör mal einfach ein bisschen Musik und chillen ab, wird schon werden. Tabletten durfte ich ja nehmen, ich kann ja mal meine Tabletten morgens um 6 Uhr und abends um 18 Uhr nehmen und um 12 Uhr eine. So bin ich eingestellt worden vom Krankenhaus nach meinen ganzen OPs. Jetzt muss ich halt nur auf die Wirkung warten, die Wirkung. Also wenn ich zum Beispiel, also ich 6 Uhr nehme ich morgens und weil meine Frau, die fängt immer so 8:30, 9 an zu arbeiten und wenn die mal in die Arbeit gefahren werden muss, weil ich das Auto brauche, weil wir haben nur ein Auto, weil ich hatte früher immer Firmenauto, deswegen haben wir jetzt nur noch ein Auto, weil ich ja nicht mehr arbeite, und wenn ich meine Frau halt fahren muss, dann muss ich halt um 6 Uhr aufstehen, weil bis um 8 Uhr dauert ungefähr, dass die Tabletten wirken, dass ich überhaupt Auto fahren kann. Wobei das halt auch noch nicht ganz sicher ist, ob ich überhaupt Auto fahren darf, weil der Hausarzt sagt, ich darf fahren, das ist von den Tabletten her kein Problem. Und das Krankenhaus, was mich operiert hat, sagt, nee, sie dürfen nicht mit den Tabletten fahren. Steht Aussage gegen Aussage und meine Krankenkasse, meine Autoversicherung habe ich angeschrieben und die sagen, ja, kann man nichts zu sagen. Also kommt es erst wieder darauf an, wenn man einen Unfall baut, wie ist es dann? Sag ja, wenn du knapp über 500 hast, hast du knapp über 1000, kann schon ein bisschen Schaden machen. Ist aber nicht schlimm. Auf jeden Fall müssen wir in die Mitte, sehe ich gerade, weil wir müssen ja die an der Seite unterstützen. Sonst haben die da Probleme. Schönen guten Morgen an den, der da online gekommen ist. Guten Morgen. Na, alles gut? Ja, relativ gut. Und bei dir? Ja, geht so. Scheiß Nacht.
dürfen wir zu lange hier stehen bleiben. Sehr schön. Der Papni kommt nämlich jetzt hier hoch. Alter, nicht so lang. Wir gehen den Papni von hinten an. Warte, der kommt hier hoch. Da kommt auch noch einer. Sehr schön. Weg. Was ein knappes Game. Wer hat mich wo erwischt? Von wo? Wo war der? Drecksack. So, jetzt bin ich wieder da. Scheiße. Irgendwer hat mich irgendwo erwischt. Ja, was hast du zu Living Legends 2? Coole Sache, oder? So, willst du mitmachen? Kannst du mit Sprache verstanden? Sam? Er antwortet nicht mehr. Obwohl ich jetzt beide Spiele verloren habe, bin ich sehr zufrieden mit der Kiste. Ich sag mal, können wir da vier Leitspulsator doch einsetzen. Scheiße, ich wollte eigentlich den Pfaffni und dem Sanatos eben in dem Spiel davor einen Rücken fallen. Ich hatte vergessen, wo die Rampe ist, ob die Rampe da... Ich hatte gedacht, die Rampe ist eins weiter rechts. Scheiße. Naja, egal. Nee,
egal. Muss besser laufen. Da. Ja, da ist er ja wieder. Ja, jetzt bin ich gerade getroffen, weil ich dann wusste, wo du hin bist, ob du vom Stuhl gefallen bist. Ich hab doch gesagt, dass ich kurz weggehe, oder? Also, ja gut, das habe ich ja gehört, im Gefechtsstress. Hast du dir die Infinity Gadgets angeguckt? Das ist cool, ne? Du meinst das mit Living Legends 2? Genau. Ja, 90% habe ich mir angehört. Ja, aber wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ja, natürlich. Aber, ja, so, ja. Also wenn es ähnlich wird wie Living Legends 1 und sie die Laufanimation der Max noch etwas optimieren, dann bin ich sehr, ja, sehr euphorisch, was das angeht. Ja, ich bin auch positiv überrascht, dass sie halt die Erlaubnis haben, die Max zu nutzen, ne? Also offiziell. Weil die haben ja... Die haben das ja als Mod aufgesetzt und jetzt machen sie halt Standalone und das finde ich halt extrem cool. Ja, also gewisse Sachen, ja. Also im Prinzip, solange sie es nicht MacWarrior nennen. Ja, genau. Jo. Ja. Ja, das muss ist ja uns egal. Ob sie können Mac spielen. Es könnte vielleicht sogar dem Spiel positiv helfen. Ja. Es ist nicht direkt MacWarrior zu nennen, weil Leute, die das schon kennen. Und negative Erfahrungen damit gemacht haben und dann das Neue sehen, wenn es dann rauskommt, werden denken, oh, okay, das ist aber deutlich, das ist ein deutlich besseres MacWarrior, weißt du? Ja, richtig. Genau, und ja, und die es sowieso schon kennen, Living Legends, die werden sowieso stetzen müssen. Nicht schlecht. Ich wünsche mir so ein Erfolg, wie es damals mit Counter-Strike war. Weißt du, du hattest ja Half-Life, dann kam ja die Counter-Strike als Mod und jetzt ist Counter-Strike so, wie es ist. Und da, mein Wunschdenken ist immer noch, dass das so mit Battletech wird, aber es wird es nicht werden, da hast du halt nicht die Fanbase für. Also, ich glaube, das Problem ist einfach, dass das die Designs der Max, soll ich sagen, und vielleicht auch was anderes, weiß nicht, was damit zusammenhängt, gewisse Sachen nicht erlauben. Ja. Living Legends macht ja zumindest schon mal eine Sache gut, nämlich dass mehr als Max zur Verfügung steht. Also Panzer und Hubschrauber, Flugzeuge. Ne, das ist extrem cool. Ja, das ist extrem cool, genau. Der Trick wäre jetzt eigentlich nur noch, das Ganze, etwas komplexer zu machen, weil, im Prinzip man droppt ruckzuck. Ist sehr effizient für ein PvP, ne, aber, ja. Die Story bleibt ja dann trotzdem noch auf der Strecke, ne? Ja, genau. Genau, wenn da noch Story reinkommt, die wirklich gut gemacht ist. Ach, stell dir mal vor, MMO im Battletech-Universum. Oh ja. Alter. Oh, ja, das wäre cool. Das wäre cool. Ein MMO. Alter, das wäre wirklich geil. Ja, schon vor, du hast so einen Startcharakter, Startgebiet, hast du nichts mit Max am Hut, bist ein einfach Schlammhüpfer, Infanterist. Ja. Und musst dich hocharbeiten. Ja. Ah ja, das ist nicht schlecht. Richtig cool. Ich bin im Spiel. Sehr gut, ich bin auch gerade im Gefecht. Ich battle mich gerade mit einer Supernova. Ah, in der Supernova. Du bist aber nicht am Stream, oder? Doch, bin am Stream nebenbei. Alles gut. Ah, okay. Eieiei, nee, das war jetzt ein Fehler. Aua, tut weh. Aua. Jetzt habe ich mal ein bisschen mehr eingesteckt, was alles geteilt ist, aber auch nicht schlimm. So verkehrt war es gar nicht. Wo sind sie denn? Da kommt er.
mein HP da drüben ab. Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Die letzten Tage sind wieder absolutes Chaos, hoch und runter. Also was ich noch von gestern in Erinnerung habe, was, ja, ich glaube, das war bei dir. Ja, ich... Schmerzen, ne? Ja, ich habe ja die ganze Zeit Schmerzen. Also ich habe ja immer so eine... Also ich habe ja Grundschmerz durch die fehlerhaften OPs, durch die Entzündung, die ich habe, aber es gibt dann sogenannte Schmerzspitzen dann auch und das ist dann das, was mich richtig fertig macht dann. Stell ich mir schrecklich vor. Die Schulter pocht die ganze Zeit. Das macht die ganze Zeit bum, 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 bum. Und manchmal ist es halt nicht zum Aushalten. Aber du wirst wahrscheinlich schon eine ganze Menge probiert haben, um das in den Griff zu kriegen, ne? Alles. Es wurde alles ausprobiert, alles ausgetestet. Ich wurde sogar extra von einem Professor unter die Fittiche genommen, der Chefausbilder für Schulterchirurgie in Hessen. Weil ich halt so ein spezieller Fall war, weil ich halt jung war, oder jung bin immer noch, und er versucht hat, die Schulter zu retten. Aber die Entzündung, weil das zu lange mit diesem Knochendorn im Gewebe rumgerieten hat. Weil, also, um das mal zu erklären, ist ein Schleimbeutel wurde entfernt, und wenn ein Schleimbeutel entfernt wird, wird ein Teil vom Knochen ausgefräst, um den Bändern und Sehnen und so weiter mehr Platz zu schaffen, ne? Ich weiß, was das ist. Ein sehr guter Freund von mir hat das auch gemacht bekommen. Genau, so. Und bei mir haben sie den Knochen jetzt sauber ausgefräst und es ist ein Knochendorn stehen geblieben. Und dieser Knochendorn hat bei der nachfolgenden Krankengymnastik, um den Arm da beweglich zu machen, richtig da oben rumgerührt, ne? Und dadurch ist eine chronische Entzündung halt entstanden. Das ist schlecht. Ich kenne mich natürlich 0, gar nicht aus, also, aber rein theoretisch kann man nicht einfach einen Teil des chronisch entzündeten Gewebes entfernen. Ja, haben sie gemacht, die haben das komplett ausgeschabt. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt muss gut sein. Aber bei den Kontroll-MRTs danach wurde festgestellt, dass es sogar noch stärker wiedergekommen ist. So, und jetzt eine weitere OP zu machen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Weil dadurch passieren könnte, dass der Arm steif wird. Kannst du soweit halt nichts mehr machen. Und sowieso, also Superspinatus-Szene und Bizeps-Szene ist komplett ausgefranst. Das heißt, ich darf auch nichts mehr schweres heben, weil sie jederzeit reißen kann. Nein! Er hat mich zu weit rausgejagt. Aber wir gewinnen. Den hoffe ich doch. 11 zu 10 steht's. Wir müssen einfach nur weglaufen, dann gewinnen wir von den Punkten. Bitte lauf doch weg. Ja, also ich habe verschiedene Medikamententherapien bekommen. Acorxia, Ibuprofen, Cortison, weiß ich was alles. Und halt auch was operationstechnisch ist, ist alles ausgeschöpft. Ja. Und letztendlich ist es halt so, habe ich gesagt bekommen, ja, Herr Krebs, Sie müssen sich mit der Situation so abfinden, wie es ist. Es wird nie wieder werden. Sie sind jetzt eingestellt auf die Medikamente, dass es aushalten. Aber ich hätte noch die Option, dass ich Schmerzen besser aushalte, dass ich halt auf Betäubungsmittelrezept Zeug bekomme, ne, BTM-Zeug. Aber habe ich gesagt, das will ich nicht machen. Ich bin Papa vom kleinen Sohn und ich will nicht, dass er irgendwann mal vielleicht das Schulproblem gekriegt und dann gesagt wird, hier, du hast ja einen Vater, der Drogen nimmt und so. Das will ich überhaupt gar nicht, weißt du? Okay. Da speise ich lieber auf die Zähne. Und meine Familie, meine Frau und
Ja, gibt mir ja unheimlich Kraft, das trotzdem so zu ertragen, wie es halt ist. So, ich hab dich invited. Okay. Und außerdem, wenn man dann so nette Leute wie dich jetzt online und so weiter kennenlernt, dann hilft das ja auch, weißt du? Weil ich habe mich gerade die letzten 3 Jahre habe ich mich ja komplett eingegraben, nur noch zu Hause. Kein Kontakt mehr mit der Außenwelt und sonst was habe ich ja komplett aufgegeben. Ich blühe wieder auf. Ich lache mal wieder. Ich habe jahrelang gar mehr gelacht. Gar nicht mehr gelacht? Gar nichts mehr, nee. Ja, ich wollte mir auch das Leben nehmen vor 3 Jahren. Ich hatte keine Lust mehr. Weil guck mal, ich war ein sehr erfolgreicher, ich weiß gar nicht, wie ich mal sagen soll, Informatiker, Mechatroniker, alles. Ich habe ja Roboter-Technologie im Kuhstall gemacht, ne? Oh, und schön. Und das, ich war sehr erfolgreich. Ich wurde in Verbindung gebracht, damit ich irgendwann den höchsten Techniker von Deutschland beerbe, ne? Das sollte ich machen. Dementsprechend haben sie mich gefordert, dementsprechend war es aber zu viel Arbeitslast und bin irgendwann deswegen auch krank geworden. Bin 2012 schon einmal zusammengekracht und habe dann den Job gewechselt, einen vermeintlich leichteren Job. Da habe ich nur diese Backöfen gemacht, die du kennst hier von Lidl und von Rewe und sonst was. Weißt du, diese Backnischen. Die Dinger habe ich aufgestellt als Werksvertreter, hatte halt Servicepartner unter mir, die habe ich halt betreut in meinem Gebiet und habe denen auf den Finger geschaut, dass sie ihre Arbeit richtig machen. Und wo dann 2015 klar war, dass Papa werde, da war ja der Kleine unterwegs, da wurde meine Firma dann fies auf einmal und hat mir mein Gebiet, Großraum Frankfurt Main und Hessen weggenommen und hat mich nur an den anderen Bundesländer geschickt, so, morgens nach Westfalen, nachmittags nach Bayern, nächsten Tag nach Thüringen, nachmittags dann nach Baden-Württemberg, also hin und her, in der Hoffnung, dass ich halt irgendwann aufgebe und kündige von mir aus. Und ich habe aber versucht durchzuziehen, weil ich habe sehr viel Geld verdient. Und bin dann halt körperlich zusammengebrochen und 6-mal operiert worden und 2 waren davon Behandlungsfehler. Und deswegen sitze ich jetzt zu Hause. Na, toll. Ja, das klingt tragisch. Ja. Und ich habe von mir aus schon mein letztes Jahr meine Krankmeldung beendet, weil das Geld als knapper wird, ne? Und versuche einen Job zu finden. Mit meiner Ausbildung wäre es ja gar kein Problem, aber die sagen alle, nee, es tut mir leid. Bei den Medikamenten, die sie nehmen, alleine wegen den Medikamenten, die sie nehmen, unabhängig davon, wie krank ich bin, keine Chance. Kriege ich immer wieder gesagt. Also habe ich angefangen, hier YouTube und so weiter zu machen, um eine Kleinigkeit irgendwann vielleicht dazu zu verdienen, um das hier ein bisschen mal zu entlasten, was das Finanzielle zu Hause angeht. Weil ich kriege zwar eine private BU-Rente, aber die ist viel zu gering. Die ist ganz knapp über dem Satz, dass man kein Hartz IV bekommt. Also ich kriege auch gerne eine Unterstützung vom Staat. Ja. Da ich nicht als vermittelbar gelte vom Jobcenter aus und vom Amtsarzt aus und so weiter. Und weil ich die BU-Rente bekomme, kriege ich keine Unterstützung vom Staat und muss den Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen, obwohl ich das ja wollte. Erwerbsminderungsrente bedeutet, du wirst Rentner für 3 Jahre und dann wird immer alle 3 Jahre geprüft, dass du, ob du noch arbeitsfähig bist, also krank noch bist, und dann kriegst du wieder 3 Jahre Erwerbsminderungsrente, ne? Und ich bin aber noch ganz am Anfang, ich habe einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt und die müssten Geld bezahlen, und da die Geld bezahlen müssten, was passiert natürlich, die sagen, ja, der ist gesund, der kann was arbeiten gehen. Ich gelte zwar bei den anderen Ämtern als nicht vermittelbar, aber bei dem Deutschen Rentenversicherungsbund gelte ich als vermittelbar. Und jetzt stehen die beiden Fraktionen im Rechtsstreit mit mir vom Sozialgericht. Seit fast 3 Jahren jetzt. So geht das einzeln her. Und ich würde am liebsten sagen, leg mich an am Arsch, ich will wieder arbeiten gehen, aber ich kriege halt nichts mehr. Weil ich brauche Arbeit, ich bin ein Typ, ich muss arbeiten. Ich brauche was. Weißt du, wenn du dann den ganzen Tag gearbeitet hast und siehst dann deine Arbeit dann abends, wenn du dann nach Hause fährst, diese Zufriedenheit und so, das fehlt mir. Ja, ja. Im Nachhinein kann es manchmal ärgerlich sein, nicht wahr? Wenn man denkt, hätte ich an einem gewissen Zeitpunkt vielleicht die Handbremse gezogen, wäre woanders hingegangen, ne? Genau, genau. Ja. Aber ich wollte... Aber jetzt, jetzt ist es so und... Immerhin mal die Erfahrung. Ja, ne? Natürlich. Man macht den Fehler wahrscheinlich nicht nochmal. Nein, nie wieder. Ich hoffe, dass mein Sohn halt durch mein, wie es bei mir gelaufen ist, viel davon lernen wird irgendwann später.
Das Ding ist halt, ich wurde halt so erzogen halt. Das ist mein ganzes Problem. Ich habe ja mit 11 Jahren, muss man überlegen, mit 11 Jahren neben der Schule, andere sind ins Schwimmbad gegangen, habe ich angefangen, weil ich das Interesse hatte, in Computerwerkstätten Computer zu reparieren. Habe mir da ein bisschen Taschengeld immer verdient nach der Schule und in den Ferien. So, habe dann angefangen, dann Abi zu machen, ne? Und habe mein Abitur auf eigenen Wunsch abgebrochen, weil mein damaliger Chef, wo ich dann halt nebenbei gearbeitet habe, hat mich so ein bisschen so gedrängt, ja, fang doch eine Lehre an. Also habe ich eine, weil da gab es Fachinformatiker Systemintegration, den gab es noch nicht, den Job, der wurde damals eingeführt, den gab es da noch nicht. Und für diese Ausbildung hat er mich dann halt ein bisschen motiviert, sagst hier, pass auf, mach das doch. Und da habe ich mit 16 meine Schule geschmissen und habe dann eine Lehre angefangen zum Fachinformatiker. Und das war für mich, muss ich sagen, im Nachhinein von rotierende F5 kommen. F5. Ja, kommen Sie, ich muss hier runter. Ja. Ja, mein Problem war dann halt irgendwann, bist mit 16 in der Schule, Berufsschule, hast halt mal den Stoff, den Grundstoff, um da mitzuhalten, was Mathe und alles angeht. Integralrechnen und so weiter, hab ich ja nicht gekannt. Das zum einen, und du bist halt extrem jung mit 16, weil der Altersdurchschnitt in der Klasse war bei 25. Ja, war alles nicht so pralle. So, und dann hast du irgendwann aber auch die Einstellung gekriegt, ja, du schaffst ja eh alles. Du kannst alles, schaffst alles, dein Körper macht alles mit. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Boah, Kalle, aber jetzt tut mir leid, ich würde dir am allerliebsten zuhören, aber ich krieg nicht alles mit. Ja, natürlich, alles gut. Boah. Wir konzentrieren uns jetzt auf Spielen. Ja, machen wir. Also, lass uns später weiter reden, sowas. Das ist wahnsinnig informativ. Ja, ich versteh's ja. Das ist mein Problem mit den Tilidin-Tabletten. Da fange ich an zu labern. Boah, nee, das ist fantastisch. Ich höre gerne zu. Was Erfahrungen von anderen Menschen. Wir werden beschossen. Wo denn? Ja, merken wir wohl. Oh, der Direwolf. So. Na komm. Da hat sie 2 Direwolf ersetzen, ne? Ja, aber der ist eigentlich nicht so gefährlich für mich, glaube ich. Da mache ich mehr DPS. Wieso wird das sowieso so viel gespielt, ne? Wieso werden so viel LBX 2er gespielt? Ist mir aufgefallen. Ein Roughneck. Wo bist denn du? Da. Ich bin Echo 5. Ich bin hinter dir. Ja, okay. Pass auf, oben drauf steht einer um die Ecke. Oben drauf. Oh, ich sehe es, ja. Da oben. Okay, ich guck mal, ob ich unten drunter bleiben kann. Ja, okay. Der wird runtergedrückt. Ja, ich bin mit dabei. Der hat... Okay. Na, komm. Zeig dich. Ja, der hat keinen Bock. Da kommt wieder jemand hoch. Okay. Vorsicht, ich bin hinter dir. Bleib drauf. Bin ich. Der verliert. Boah. Ah. Der hat mir Schaden gemacht. Ja. Nee, so nicht, Champion. Ja, das macht denen keinen Spaß. Okay. Noch am Leben? Ich bin am Leben, alles gut. Ich halt nur einfach die Ecke hier mit. Oh. Alter. Komm, der Rifleman ist auf. Schade. Uff. Kommt der nochmal? Gut hier. Boah, die sind ganz schön hartnäckig. Der Rifleman ist so auf. Ja, weißt du was? Der Rifleman, wenn er... Ja, das war's mit ihm. Schön. Der Marauder hat die Beine offen? Ja, ich komme, ich folge. Da ist ein Direwolf oder was noch? Aufpassen. Ja. Ich gehe vor. Über Foxtrot 5. Hier ist kein Direwolf, das ist ein Champion. Okay, ich komm zurück. Ich glaub, die pushen jetzt wieder die gleiche Position, ne? Ja. Aushalten. Ja, ich halte die Ecke, alles gut. Okay. Okay, lass uns vorrücken. Bin dabei. Okay, lauf ruhig. Kommst du durch? Oder hängst du fest? Ich komm durch. Okay, dann go. Ich bin noch dabei. Ja. Ich habe aber nicht mehr viel Bewaffnung, aber ich zeig bieten. Ja, ich komme nicht durch, wenn du. Ja, okay. Ist er abgeschaltet? Ja. Okay, das war's.
Wow, gut gespielt an der Ecke. Ja, das war gut. Guck mal, wie viel Tonnage uns da entgegenstand, ey. Eine Menge, ja. Alter Schwede, ey. Boah. Okay, das war nicht schlecht. Ja. Siehst mal, was du mit dem Raven auch da im Nahkampf machen kannst. Der Raven ist echt eine geile Kiste. Auch ja, aber er ist halt nicht wirklich gedacht für den Nahkampf, aber er kann auf jeden Fall extrem irritieren im Nahkampf. Ja. Ja. Und außerdem sieht das super geil aus. Das ist einer der schönsten Mechs in meinen Augen. Ja, der ist sehr effizientes Design, ja, finde ich. Mega geil. O-Mounts und die Waffenpots sind sehr klein und kompakt. Schwierig zu treffende Beine eigentlich. Die einzige Schwäche ist halt, dass er von der Seite ein wahnsinnig großes Profil hat, ne? Ja, ist richtig. Ja, das Schnäuzchen, das ragt nach vorne. Aber hey, dafür ist er aerodynamisch. Aber ich liebe diesen Mech, seitdem ich als kleines Kind, ich war 1996 oder sowas, kam ja Mech Commander 1 raus. Mhm. Und da hast du ja im Trailer, also in dem Intro. Ja, ich weiß, ja. Ja, die den Timberwolf abgelenkt genau, hat. Genau. Seitdem mag ich den. In der Raven, der tapfere kleine Raven. Voll geil. Ja. Ja, ich finde, der Raven ist total underrated. Ich habe auch, kennst du, die Bücher hast du doch gelesen, oder? Ja. Genau, die Black Thorn Saga. Ja. Genau, da ist noch der eine dabei, der so ein bisschen asiatisch rüberkommt, glaube ich. Ja. Der steuert auch einen Raven. Und der wird der Raven auch richtig in die Höhe gehoben. Weißt du, von wegen mit den ganzen Counter-Systemen, die das Teil drin hat. Und dass der halt super schnell ist. Und erinnere ich mich an eine Szene, wo irgendwelche Terroristen oder so auf dem Planeten, wo die Black Thorns waren, die Heimatbasis angegriffen haben. Und die Black Thorns sind dann dahin und haben observiert. Und da kam auf einmal, als schon alles zerstört war, ein Van oder so rausgerast aus einer der Hallen und wollte entkommen von den Terroristen. Und der Pilot mit seinem Raven ist direkt hinter denen her und die haben versucht, den mit einem Raketenwerfer abzuwehren. Aber der ist gekonnt ausgewichen und hat ihn dann in der Kurve abgefangen und mit einer SRM-Salve erledigt. Ja, das war eine richtig geile Buchreihe. Boah. Ja, also, das ist richtig. Der Raven ist ja richtig geil im Lore bekannt durch seine Hochtechnologie, ne? Dass der... Ja. Ich habe mir die Lore neulich angehört auf YouTube. Sehr interessant. Wen hörst du da immer auf? Black Pants? Oder wen? Ich glaube, es gibt noch jemand anderen, der hat noch mehr Videos gemacht. Okay. Ja. Auch sehr informativ, aber halt ein bisschen robotisch, finde ich, teilweise von der Stimme her. Ja, ist halt sehr erklärend, ne? Yes. Finde ich auch gut. Informationen sind wichtig. Natürlich. Vielleicht Heinz macht das Ganze halt nochmal unterhaltsam noch ein bisschen. Von der Wortwahl, finde ich. Ja, und je tiefer du in einem Spiel drinne bist, also all of the Lord, desto mehr macht es ja auch Spaß, ne? Ja, das stimmt, ja. Ja. Und wie geil wäre, was mir richtig fehlt, wäre ein Spiel im Battletech-Universum, was mit den Raumschiffen angeht, mit den Schlachtkreuzern, Cameron, Cruiser und so, weißt du? Sowas fehlt mir halt noch. Das gibt's ja überhaupt gar nicht. Ja, wer weiß, vielleicht erlebt Battletech irgendwann nochmal eine Hochsaison. Ja, ich hoffe. Ja, hoffentlich. Also rein theoretisch, Microsoft sollte ja eigentlich das Geld haben, um sich die ganzen Rechte zurückzuholen, die überall verteilt sind, oder? Natürlich. Ja. Aber stell dir mal vor, ein richtiges Weltraumspiel im Battletech-Universum mit Großkampfschiffen. Wie geil wäre das denn? Erstmal, ich muss gerade noch mal kurz was machen, dauert nicht lange. Bitte über die Viererlinie gehen wir dann, ha? Klingt gut. Komm ich dann rüber. Puh.
unser Snowball schrappt an Peter vorbei. Okay. Ja. Alpha ist ein... Was ist das? Komm schon. Warhawk. Kappa ist noch clear? Okay. Oder? Bei dir? Kappa? Ist da was? Nee, ne? Kappa? Ne, da bin ich nicht. Ich bin noch bei... Du bist da halt direkt neben mir. Alles Fox klar. 4 bin ich. Ja. Bin etwas später los. Ja, ich piek mal hier runter. Mal gucken. Ah. Vorsichtig, ne? Ist ein gutes Ziel. Ja, ist gut. Ich bin jetzt am Rand von Echo 4. Ja, ich check mal die anderen Designs, die haben. Das war zu schnell, schade. Was ist das? Komm. Zeig dich. LBX5 und LRM Artemis ist Charlie. Ich hab's alle vor mir. Ich hab mindestens 6, 7 vor mir hier direkt. Ja, ich versuche nur rauszufinden, wie die Reichweite von denen ist. Alle über 1000. Also die oben auf der Ritz stehen, sind über 1000. Ja, mit Fox hat und so. Okay, dann haben sie sich ja gut positioniert, das ist logisch. Da ist ein Wolfhound, okay. Oh. Aber solange die sich da oben beschäftigen lassen von mir, ist alles okay. Gamma Thunderbolt? Ja, komme ich nicht drauf gerade. Nee, komme ich nicht drauf. Mhm. Ja. Boah. Jetzt haben sie mich mal gefokust. Meine Fresse, ey. Ja, du bist auch da. Alles klar. Ja, ja. Dieser Kerl, ey. Der hat sich da super hingestellt. Ich muss einen anderen Winkel finden, um den Thunderbolt ins Visier zu nehmen. Oh shit. So, ich gehe mal kurz rüber zu unserem Fafnir hier drüben. Auch das? Ah, das war ein Fehler. Wenn ich hier nochmal piege, werde ich nochmal getroffen. Okay, das ist schlecht. Ja, aber Dauer verlieren wir, wenn wir Fehler nicht wiederholen. Oder auf eine der Seiten flanken. Fuck. Warte mal. Ja, haben hier meine UV runtergeschossen, Zecke. New target acquired. Also ich trade hier. Ja, ich laufe jetzt mal runter Echo 4. Drei von unseren Heavies und ein Assault versuchen rüber zu pushen. Na dann zeige ich mich jetzt hier oben, dass ich ein bisschen... Boah. Ich fasse es nicht. Da hat perfekt mein Bein getroffen. Krass. Ja, hoffentlich bin ich nicht zu spät. Mist. Ich überlege gerade, ob ich nach Täter runtergehe. Ne, der ist einer am Weg. Da unten ist ja noch ein Thunderbolt. Unterhalb, direkt unterhalb mir ist der Thunderbolt. Und ich gehe mal runter nach Täter aber jetzt. Okay. Weil die sind ja links gerade beschäftigt, die Gegner. Und da können wir auf den Thunderbolt pushen. Thunderbolt ist auf. Warte mal. Sehr schön.
Katapult ist der down. Der Archer streikt auch so lange. Ich cap erstmal Täter jetzt. Okay. Pass auf, da ist ein Summoner, der snipt hier rein. Ja, ja. Nicht nur ein Summoner, da sind ganz viele. Oh, jetzt pushen die hier rüber. Oh, wieso dauert das Captain so lange? Mhm. Ja, das habe ich verdient, okay? Komm. Shit. Ja, super. Keine Chance. Nee, keine Chance. Schon mit den Large-Lasern umgeht er die Hitzestrafe, wenn man mit den beiden Gauss zusammen eine RPPC feuern würde. Ja. Ja. Aber leider sind die Large-Laser gut zurückverfolgbar. Ja. Naja, gleich ist das Spiel rum. Ja, ist es. Ach man, ich wünschte, ich wäre in meinem Gauss Firestarter gewesen. Ich finde, wir haben es gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich meine, guck mal, wir haben 5-6 vom Gegnerteam sind lange beschäftigt, vielleicht das Raiden in der Mitte. Ja. Aber das Team ist nicht effektiv auf eine Flanke mal reingegangen. Ja, aber das Problem war, ich hatte das Gefühl, dass wir effektiv von unserer Seite nicht viel machen konnten. Die waren besser ausgerüstet. Ja, richtig. Und hatten dementsprechend viel Zeit zu beobachten, wo wir uns hinbewegen. Haben dann natürlich gesehen, dass 3 von unseren Heavies und ein Assault rübergehen. Und ja, dann kamen alle Assaults von denen und noch Unterstützung. Und das war zu viel. Manchmal kann man Spiele nicht gewinnen. Hätte man das noch retten können? Ja, vielleicht hätten wir aggressiver auf eine Flanke gehen sollen. Sind wir direkt rüber gepusht hätten, bevor sie sich organisiert hätten. Ja. Vielleicht hätte es was gebracht. Ich weiß ja nicht, wer der Gruppenführer war. Ich glaube, wo der Thunderbolt runtergegangen ist, in dem Moment hätte man reagieren müssen und mit auf den Thunderbolt gehen müssen, glaube ich. Ja, ich habe es versucht, aber der hat sich super hingestellt. Ja. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, einen anderen Winkel zu finden, um den zu treffen, haben direkt, die haben direkt im Offenen gestanden, ne? Alle. Die ganzen Langreichweiten-Max. Wir haben keinen Schiss gehabt, irgendwie, getroffen zu werden, groß. Also auch gemerkt haben, dass da nicht wirklich was kommt. Was ist los? Ach. Bin noch ein bisschen verspannt. Ach. Hast du überhaupt heute Nacht geschlafen? Ein bisschen zu lockern. Hast du heute Nacht überhaupt geschlafen?
Habe ich, ja. Und aus irgendwelchen Gründen hatte meine Router eine Fehlermeldung und mein PC war aus. Was eigentlich nicht hätte sein dürfen. Okay. Ja. Schlussfolgerung, dass irgendwo eventuell ein Blitz eingeschlagen ist oder so. Ja, ich weiß nicht, ob es hier gewittert hat die Nacht, aber der PC scheint nicht beschädigt zu sein. Alles läuft ja auch nicht. Sonderbar. Naja, hat auch was Gutes. Habe ich keinen Strom verbraucht über Nacht. Für unsere Region hatten sie ja Unwetterwarnung rausgegeben, aber es ist nichts gekommen heute Nacht. Ja. Aber es hat gestern Abend schon geregnet und jetzt regnet es immer noch bei mir. Aber kein heftiger Regen, ist so ein bisschen stärker als mild. Das ist toll, gefällt mir. Kühlt die Luft runter. Dabei kann man mal so schön schlafen. Das auch, ja. Aber ich hab hier gerade, hab hier gerade meinen Spezialvorhang ein bisschen zur Seite gemacht und, also, das ist eine große Flagge mit einem Fantasy-Bild drauf, ne? Das ist mein Vorhang. Was hast du für ein Bild drauf? Ein bekanntes? Nein. Aber es ist ziemlich ikonisch. Der Lebensbaum mit leuchtenden, orangen Sphären um ihn herum schwebend. aber nicht einfach nur so ein so eine Zeichnung von dem Lebensbaum, die so klassisch ist in der Mythologie, ja, sondern wirklich richtig detailliert mit Blättern und allem. Ne? Das soll schon echt aussehen. Ja, ich habe hier insgesamt 5 große Flaggen in meiner Wohnung. Ja. Ja. Am rechten großen Fenster den Baum des Lebens und am linken ein Fantasiekönigreich, das ziemlich cool aussieht. Mit einer sehr fragwürdigen Brücke, die über einen Abgrund führt, die zu diesem Königreich führt. wo ich mich immer wieder frage, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Wollte derjenige einen nur trollen oder? Das ist wirklich also im Prinzip 2 Flöcke in den Boden gehauen. Ja. Und dann geht eine ewig lange Brücke über einen riesen Abgrund und auf der anderen Seite voll das epische Königreich. Herrlich. Ja. Also sehr einladende Brücke. Weil du ja weißt, auf deiner anderen Seite genau. Ist halt... High Risk, genau. Ja, High Risk, High Reward, ne? Genau. Deswegen finde ich übrigens auch diesen YouTube-Channel so cool, wo sie im RL so ein bisschen immer verarschend darstellen, wie Situationen im Roleplay und so weiter ist. Das ist richtig cool. Mhm. Oder wie in Players Unknown Battleground oder wie das Ding heißt. Okay. Ja. Ja, Battleground ist ja eigentlich relativ realistisch, ne? Ja. Genau, du meinst doch bestimmt was anderes, oder? Nee. Warte. Wie heißt es denn? Okay. Wie heißt es da? Doch, Viva the Lord. Viva la the Lord League. Boah, ich glaube, dir gleich mal einen Link, den Dix. Die sind total witzig. Okay. Warte. So, da ist der Sam. Mal wieder Alpine Peak. Ich weiß gar nicht, wann man das letzte Mal die mal gesehen hat. Boah. Wie ist das denn passiert? Was denn? Ach so, Alpine. Das meine ich. Na gut, dann ist das Alpine. Vorschlag. Ja. Mhm. L7. Okay. Aber da wären wir da früh gespottet. L7. Ja. Ah, okay. Er will wahrscheinlich hinter die Berge gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. Dann. Will nur keiner vorgehen. Okay. Warte. Dann mache ich den Anfang. Obwohl ein paar große gehen ja schon in die Richtung. Der Stalker geht. Oh Gott. Oh nein. Ah, okay, sie teilen sich auf. Komm, dann bleiben wir bei den schwereren, okay?
Ja, das ist schwierig zu entscheiden, weil, na, komm. Ja, genau, die sind besser, ja, die rechten. Ja. Na, was für eine Überraschung. Also willst du links gehen, oder wie? Ja, die sind ja alle nach links geschwenkt, auf einmal. Guck mal, die beiden Assaults hinter mir. Die Schweren waren eigentlich nach rechts unterwegs. Also weiß nicht, die laufen hinter mir her gerade, der Mauler. Na okay, gut, dann komme ich mit. Den komme ich mit. Er hat recht. Läuft er jetzt einfach da rein? Ich hoffe nicht. Du meinst der Direwolf? Ja, der Direwolf, ja. Das wäre nicht gut. Da hat er auch recht. Den Highcourt sollte man den nicht überlassen. Naja, das stimmt, ja. Ich geh mal hoch auf H7 und guck mal, was da ist. Ja. Oh Mann. Wir sind ein bisschen zu unentschlossen als Team gerade. Ja, ich weiß. Ich bleib mal kurz beim Direwolf. Vielleicht kann ich ihn ja ein bisschen unterstützen. Ah, okay, vergiss es. Jetzt wissen sie, dass hier nur zwei sind. Wenn sie jetzt hier rumpushen, sind wir tot. Da schreibt aber gerade einer J8, ne, sind sie? Oder sind da unten bei dir viele? Hast du viele Gegner? Ja, hier sind sehr viele Gegner. Ah, ich sehe es, ja. Alter. Ja, warte mal, ich pushe auf den Berg hoch. Oh, jetzt werde ich in die Mangel genommen. Ich wusste es, jetzt kommen sie alle. Zerlegen erst den Direwolf und dann mich. Ja, super. Ich bin so ein Depp. Ja, manchmal sollte man Ehre sterben. Manchmal sollte man den einen oder anderen Assault einfach ziehen lassen. Ja, ne? ja, hast vollkommen recht. Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht, aber ich glaube es nicht wirklich. Passiert mir aber auch immer wieder. Weg hier. Boah, ich werde gelähmt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Geil. Ich habe jetzt eine gute Position, um hier farmen zu können. Ja. Ich muss nur irgendwie über den Hügel kommen. Wenn ich da bin, lebe ich. Oh Mann. So. Naja. Okay, könnte aber schlechtere Positionen geben für mich als diese. Oh, hallo. Go. Ja, der Katapult haut ab. Oh, scheiße, direkt bei mir. Okay, das war verdient. Unten über wir haben sie auch gesetzt. Das war's, ich bin tot. Ja, super, ihr seid Helden. Ernsthaft? Und das war die finale LRM. So, jetzt muss ich hier helfen. New target acquired.
Moment mal. Ach ja. Müsste viel Schaden gewesen sein. Ich möchte am liebsten irgendwas zu dieser Latte sagen, aber ich verkneif's mir. Zu dieser Latte? Achso, der Latte-Detail. Ja. Naja, ach ja, der heißt genau richtig die Latte, ey, weißt du? Boah. Da wird grad mal geblockt, Entschuldigung. Ach, den Chat, den lese ich schon ewig nicht mehr. Sonst reg ich mich immer über andere auf. Aber das ist nicht der Chat, der hat ja gerade gelabert. Also. Ja, weißt du? So, und weg ist er. Nie wieder muss ich ihn hören. Weil auch wenn es meine eigene Schuld war, ihm zu folgen. Ja, im Prinzip. In dem Moment, als der Arctic-Cheater vorgepiekt hat, hat er alle Informationen direkt dem Gegnerteam gegeben, dass nur der Direwolf da steht und ich halt, ne? Ja, da war es vorbei. Ja, das war eine Einladung. Direwolf und Ravensback frühstücken, gratis. Aber so sind meistens die 100-Tonner-Spieler, weißt du, die gehen dann vor und sagen, Team folgt mir, und wenn das Team nicht folgt, dann ist das Team schuld. Mhm. Weißt du, total dämlich. Ja. Das sind aber viele, wirklich. Mhm. Ich bin der dicke 100-Tonner, ihr müsst mir folgen. Hast du denn das Event schon fertig, oder wo stehst du bei deinem Beachparty? Was ist denn gerade aktuell? Beachparty 2021 Phase 1, man kriegt einen Atlas zum Schluss. Ach so, Phase 1 müsste ich schon fertig haben. Also ich bin jetzt beim Matchscore noch. 5000 fehlen mir jetzt noch. Also ich glaube, es sind ja 150 Lootbags, ne? Ja. In der Phase 1, ja. So, das habe ich schon vorgestern fertig gehabt. Okay. Na, ich kann jetzt so viel spielen momentan, das... Ich habe sowieso 50% des Events schon gemacht gehabt, ohne es zu merken. Das ist auch praktisch. War nur noch halb so viel Arbeit. Hm. Oh, es gibt ja aber eine Sache, die lässt mich nicht locker, ne? Bisher? Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen, bevor das Event angelaufen ist, auf Solaris, einen Atlas gesehen mit gelben leuchtenden Augen. Wie geht das? Also es gibt ja dieses Boldon, ne, für den Atlas. Ja. Aber das sind rote Augen. Und da dachte ich mir, oh, hat das mit dem Event zu tun? Gelb leuchtende Augen? Offensichtlich nicht. Ist es so, wie man vielleicht die Farben sich verändern, also dadurch, dass du andere Farben nimmst, dass sich es mit verändert? Nee, das, ich glaube, das geht nicht, nee. Ich glaube, das geht nicht. Würde mich schwer wundern. Wäre cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man die Bolt-Ons färben kann und auch das Leuchten der Augen, ne? Ja, das wäre geil. Das wäre geil, ja. Das wäre sehr geil. Und dann würde so viele Leute wahrscheinlich Atlas spielen. Also du könntest so individuell die Sache machen. Hat schon fast so ein bisschen was von, der personalisierten Lichtschwertfarbe in Star Wars, finde ich. Genau. Weißt du? Genau, dein Atlas mit deinen leuchtenden Augen. Ja, Atlas ist immer noch auch. Wenn der um die Ecke kommt, denkst du ja auch immer, oh. Oh ja. Das wird sich auch nie ändern. Atlas ist immer ein ernstzunehmender Gegner. Ja. Ich versuche immer noch Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendwas kommt irgendwann, was den Atlas nochmal ein bisschen stärker macht in gewissen Situationen. Von der Agilität ist er super. Ne? Ja. Finde ich. Kann sich schnell drehen, super Torso-Twisten, da habe ich das Ganze nochmal geskillt. 20% schneller Torso-Twisting. Der twistet so schnell wie ein Medium. Ich liebe das. Ja, der Atlas DDC ist sowieso einer meiner Lieblingsmacks nach wie vor. Mhm. Nur ich habe ihn zu viel gespielt damals, deswegen will ich momentan nicht mehr spielen. Mhm. Den muss ich auch im Clan, also in der Unit viel spielen. Du bist aber bestimmt auch offen für etwas, für Loadouts, die ein bisschen aus der Sandbox herausgedacht sind, oder? Natürlich. Mhm. Ich habe eine Variante kreiert, die, nicht so viel Alpha hat, aber dafür relativ viel feuern kann, also für lange Gefechte ausgelegt ist. Ja.
und eine Optimalreichweite im Durchschnitt von allen Waffen auf die ungefähr von 630 Meter hat. Das ist gut. Die Waffen machen alle und die Waffen machen alle fast Pinpoint-Schaden. Was hast du da für einen Loadout drin? Also im Prinzip zwei Light Gauss, ja. Zwei MAM-10, ja. Und drei Light PPCs. Klingt nach nicht viel. Das ist aber trotzdem gut, das hört sich gut an. Das hört sich kühl an. Es ist super kühl. Ich kann, glaube ich, 5 Alphas raushauen und der ist noch nicht überhitzt. Täter wird gekämpft. Okay, ich würde hier gerne hier pushen, aber... Können wir Positionen tauschen? Beziehungsweise, ich muss mich ein bisschen hinter dir stellen. Ja, mach ruhig, ich gehe ein bisschen vor. Okay, ich gehe vor. Okay. Jetzt müssen wir nur zurück, jetzt ist ein LRM-Boot hier. Ich warte ja darauf, dass unsere Sauls kommen von der anderen Seite. Komm, der ist doch fast durch, der Timberwolf. Ist er? Ja, send das auf. Ich krieg grad einen harten Beschuss vom Wolf. Geh jetzt auf den Timberwolf. Und da ist noch was, nehmen wir uns. Oh. Ja, ich muss mich zurückfallen lassen, irgendwas hat mich hart getroffen. Ja. Das ist ein Fehler, was ich mache, ich weiß es. Weiß es, genau, ich hatte recht. Oh, weg hier. Ein SRM. Mad Dog, ich muss hier weg. Oh. Boah, Alter. New Target acquired. Und weg. Oh, Alter. Jetzt weggehe. Dann, aber wenn wir jetzt weggehen und hinten rumgehen, dann ist der Madcat verloren hier. Ich kann das nicht tanken. Mach ihn da hinten weg. Wir sind eh hier schwach. Dass man langsam die Schlucht wieder zurückziehen. Hinter uns? Ich höre von hinten. Ich gehe hin. Guck nach vorne, ich mach das. Target Ist okay, ich habe jetzt nicht über Weg gedroppt. Ich kann nicht andauernd nach hinten schauen. Der kämpft nach vorne. Alles gut. Pass auf, die Assaults EMO hier rein. Alter. Also. Jetzt müssen wir pushen. Ja. Kommst du mit? Ja. Okay. Pass auf, da oben ist ein Madcat mit 6 oder 7 Large Pulse Lasern. Ja. Ich komm aber. Ich bin dabei. Holst du Täter? New Target acquired. Oh. Ich bin dazwischen. Oh, sorry. Okay. Wir brauchen Punkte, wir müssen Täter cappen.
Ja. 666. Oh ja, wir verlieren sonst das. Ja, ich geh da, ich geh da. Mist. Aber die ist, ja. Punkte kippen, das ist ja recht. Nee, das war's, schade. Schade, wir haben nicht schlecht gespielt, finde ich. Naja. Das war okay. Ich hab leider aus dem Auge verloren, dass wir so im Rückstand waren mit den Punkten. Wir hätten eigentlich viel früher mit der Madcat zusammen pushen müssen. Ja. Aber es war unsicher, weil ich konnte nicht sehen, wo die sich vor uns alle positioniert haben. Oben in den Bäumen standen 5 oder 6 Stück. Also links stand was, waren es halt vor uns waren 3 und rechts war auch noch was. Ja. Na. Aber es steckt ja drin, also unsere schwere Tonnage ist ja links reingedrückt, aber... Ja, gegens Ende, ne? Ja, hätte sie früher machen müssen. Da hätten wir auch in der Mitte pushen können. Ja, hätten wir, ja. Naja, ist jetzt so, egal. Ja, eine Analyse zu den Gefechten ist wichtig. Damit was? Man, eine Analyse zu den Gefechten ist immer wichtig. Da kann man ja immer mal gucken, dass man was besser macht. Genau, das macht mir auch am meisten Spaß. Ja. Also ich analysiere, ich schaue auch gerne zu bei Matches, um zu sehen, gewisse Taktiken auf den Maps. Ja. In Kombination mit Teambewegungen. Und dann ein Resümee ziehen, ob das für Zukunft Sinn macht, bei mir selbst. Oder, ja. Generell nach dem Match mal gucken, was passiert ist. Ich gucke auch generell viel meine eigenen Streams tagsüber dann, nebenbei in dem Kochen und so weiter, um auch selber zu analysieren, wie kann ich was besser machen. Boah, ganz früher, vor über einem Jahr, habe ich das auch so gemacht, habe ich sogar Videos gemacht zu meinen Matches, um besser zu werden. Aber irgendwie, ja, habe ich das nicht schlauer gemacht. Weil, soll ich sagen. Im Prinzip war das einfach nur eine Aufnahme von meinem Performance aus einem Match. Ja. Und im Prinzip die Taktik von meinem Team aus einem Match. Und damit man wirklich wachsen kann, etwas muss man viele verschiedene Matches sehen. Richtig. Auf der gleichen Map mit unterschiedlichen Max und das dauert halt. Natürlich, bin ich voll bei dir. Ja. Aber das habe ich viel zu spät erkannt. Ich dachte mir, indem ich mir mal wieder meine Videos anschaue und einfach nur genug mache, lerne ich daraus und meister das irgendwie. Ja, aber man lernt halt nur durch Fehler, durch Versagen an gewissen Gegnern, ne? Richtig. Und analysieren. Und ich konnte das auch vor einem Jahr nicht so richtig. Ich bin jetzt ein bisschen klarer im Kopf als vorher. Wofür ich sehr dankbar bin. Ja, mir hilft das momentan am meisten, wenn ich Battle Brothers spiele, weil das Battle Brothers ist ja auch so ein kompliziertes Spiel. Und da kommt es ja auf Kleinigkeiten wirklich drauf an und das zu erkennen dann halt, das ist mir wichtig, deswegen gucke ich das dann immer. Ja, verstehe, ich bin hier auch voll bei dir. Ja, solange MechWarrior Online existiert, werde ich mich hier voll reinsteigern. Ich habe dann nämlich das Gefühl, vom taktischen Verständnis her bin ich noch lange nicht an der Grenze angelangt, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich mental gerade nicht weiterkommen kann. Ich müsste nochmal irgendwie so ein paar Wochen mich da richtig intensiv reinfuchsen, um noch besseres Verständnis von Taktik zu finden. Und um mich vielleicht mit Leuten umgeben, die wirklich mal ganz gezielt taktische Pläne ausarbeiten. Nicht zu komplex für den Anfang, aber so ein paar Taktiken, weißt du, mit so gewissen Szenarien. Mit 1-2 Ausweichmöglichkeiten, wenn gewisse Sachen passieren. Ja, anders lernt man es auch. Du kannst mir noch folgen. Ja, ich folge, doch, absolut. Ja, gut. Anders, da geht's ja auch gar nicht, wenn du was lernen willst, wenn du was meistern willst. Ja, also ich merke leider, also ich habe zumindest das Gefühl, wie soll ich sagen, dass ein bisschen gegeizt wird teilweise mit dem Wissen, das manche Leute haben. Um das zu teilen, oder was? Ja, oder, ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich will noch nicht mal jemandem irgendwie bösen Willen unterstellen, aber
Vielleicht denken die auch einfach, ja, mir geht das locker von der Hand. Wenn ihr das nicht hinkriegt, ist das eure Schuld. Ja, das könnte auch so sein, ne? So sind viele Pro-Gamer eingestellt. Also, ich komme ja zum Beispiel aus der Pro-Gaming-Szene auch vom World of Warship, und wenn du da schwächere Spieler im Clan hast, das sind andere Kollegen, Pro-Gamer-Kollegen, nicht unbedingt dafür offen, um dem was beizubringen. So, und deswegen auch ein Grund, warum ich damals zum Beispiel Wargaming-Spiele aufgehört habe, weil das immer und immer wieder dasselbe ist. Also dass schwächere Spieler, die eine schlechtere W8 haben, wie zum Beispiel in World of Tanks, nicht mal unter die Arme richtig gegriffen wird. Indem man sagt, hier, pass mal auf, gib mir mal 5 Replays von dir, ich guck mir die mal an und sag dir mal dann, was du besser machen kannst. Das ist vielleicht eine Stunde Arbeit, und du hast aber dem Mensch unheimlich danach geholfen, wahrscheinlich. Aber das macht keiner. Ich mach das. Ich mach's auch, aber man steht meist auf allein im verlorenen Posten damit. Och, am Ende nicht. Weil, wenn du den Leuten hilfst, du hilfst 2 Leuten, ne? Ja. Und irgendwann haben die sich verbessert und dann helfen die wieder anderen Leuten und dann werden die anderen, denen du zuerst geholfen hast, wieder besser. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Also man kann schon sicherlich sein eigenes optimistisch positives Team aufstellen auf Dauer. Dann ist natürlich wieder die Frage, ob das Ganze von der Chemie her auch stimmt. Aber ja, wenn man nicht ausprobiert. Warte mal, meine Frau kann. Dann nimmt man nicht heraus. Ja, genau. Bravo 5, Charlie 4. Oh, okay, der versucht zu flanken. Das ist ein Piranha, oder? Ne, Jenna, 2C mit vielen SMs. Ja, okay. Ja, der wird da nicht kommen, denke ich. Also, das ist noch was. Ein Arctic Cheetah. Mit Heavy Medium Lasern und vielen Machine Guns. Bin wieder da. Was heißt wieder da? Ich hatte dich nur kurz gemutet, weil mein Erfolg fällt jetzt an die Arbeit. Ich habe nur kurz Tschüss gesagt. Aber ich habe gehört, was du gesagt hast. Okay. Und ein Push da, ne? Der Jenner. Ja, er versucht's. Aber das lasse ich nicht zu. Der bleibt schön weg. Der hat eine viel zu hohe Feuerrate. Mit seinen SRM-2. Ja, er versucht es immer noch. Komm, vergiss es. Da komm her jetzt, ne? Er kommt wirklich hoch. Von wo gehst denn jetzt gerade? Go, go, go. Ich muss mich droppen lassen. Er hat es wirklich hochgeschafft, aber das rechte Bein beim Jenner. Da ist noch ein Light. Den Feuerjag ich gerade. Der Jenner ist geleckt. Oh, bei uns. Ja, ich bin ein Heavy. Ich muss mich freuen. Linebacker. Mit vielen SM. Ich muss unten erstmal hoch. Ja, der Heavy, der hat mir ziemlich in den Rücken ziemlich heftig geschossen, deswegen musste ich mich runterfallen lassen. Er hat überhitzt. Okay, ich hab ihn. Boah. Wenn du den runterdrückst in die Schlucht, ich warte auf den. Ich bin gerade da. Ich geh dem entgegen, gerade. Boah, hoch. Ah, der versucht abzuhauen. Versucht das noch einer? Noch ein Linebacker. Ich bin gleich da. 10 Sekunden noch. Alter! 10 Sekunden noch, da bin ich da. Dann falle ich den in den Rücken. Oh, Alter. Krass. Oh, jetzt ist er unter. Da. Da ist er. Der muss noch weg. Komm mal. Der darf nicht. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Was? Wo? Noch einer? Ja, der Cheater, Arctic Cheater. Ah ja, okay, der muss auch raus. Ich versuche den einfach mal ein bisschen zu beschädigen. Ist jetzt nicht so gefährlich für mich. Schade. Was ist in einem Baum? In einem Baum. Ich hab gerade gesagt, in einem Baum da. Ernsthaft? Ja, schön, noch einmal, dann ist er ungefährlich. Bein ist ab.
Ja, ja, okay. Ende. So, wir sind gut in Führung. Okay. Boah, Alter. Solider Burner auf mich. Sie hinter mir? Ich bin hinter dir, alles gut. Alles klar. Ich gehe auf der rechten Seite C3 ein bisschen rein. Ja, ich komme mit. Da ist der Direwolf, der hat gerade noch da gepiekt auf der Seite. Genau. So. Da ist er, Golf. Da ist er, ja. Hat Arm ab oder irgendwas? Das war's. Verdammt! Mann, das nervt. Alter, der war fast weg. Okay, schön. Okay. Ich scoute mal ein bisschen. Wenn er C4 haut einer ab, habe ich gesehen oder ja, so. Ja. Da ist ja nur das Dingsboot. M-Boot. Da. Schön auf mich konzentrieren, ihr Typen. Schön auf mich konzentrieren. Da. Oh ja, schön. Schön. Noch einer. Das Kind schläft Gott sei Dank noch. Meine Frau ist jetzt an die Arbeit gefahren, aber wenn der Kleine wach ist, dann muss ich dann erstmal aufhören, Frühstück machen und so. Aber noch schläft er. Okay, gut. Ja, ich glaube, der hat, also ich habe gedacht, der hat gestern eine Erkältung, deswegen ist er gerade zu Hause, aber ich glaube, das ist eher wieder Wachstumsschub. Dem tun die Beine wieder weh. Ah. Das hat er ab und zu mal. Und dann macht er wieder so einen richtigen Tscht, als ob man die Lenke gezogen wird. Da wird er vom Jenner zum Hunchback. Hunchback. So, jetzt haben wir den, denke ich, gedoppelt. Ja, wenn er genug ist, wird er irgendwann zum Mackie. Genau. Genau, 100 Dollar. 100 Dollar, ja. Der allererste. So, eigentlich kann man die Max, wenn man vom... Wenn man nur die Humanoiden betrachtet, schon fast in Körpergruppen einteilen, oder? Ne? Ja. Ja, der Javelin ist der Ausdauerläufer oder so, oder der Sprinter. Dann ja. Der Atlas ist der Bodybuilder und der Battlemaster ist so ein bisschen der Zehnkämpfer, würde ich sagen. so ungefähr, ne? Der Battlemaster ist wie heißt das? Strongman. Ja, genau, Strongman, Ironman, genau. Ja, der ist genau an der Grenze, weil so 80 Tonnen ist der Anfang der Assaults und 85 Tonnen ist so leicht über dem Durchschnitt, weißt genau. du? Genau. Herrlich. Ja. Hat man heute schon mal Polar Highland? Nee, haben wir noch nicht gehabt. Noch nicht, nee, das ist komplett gehoben. Ich denke, ich bekomme auch ein besseres Gefühl jetzt für die Map. Ein bisschen, ab und zu zumindest. Oh, ich finde die Midrain auch ziemlich gut. Die Map mit den besten, mit den größten Möglichkeiten. Ja, sie erinnert mich halt an das Imperium steht zurück. Deswegen finde ich das gut. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Aber ich wundere mich. Ja, wohl, eigentlich muss ich mich nicht wundern haben. Ich finde es schade, genau das meine ich, dass die Spawnpoints halt immer die gleichen sind auf dieser Karte, weil, wie ich schon sagte, es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Die Leute nutzen es teilweise einfach nicht. Ja. Ja, die Außen werden überhaupt gerade bespielt. Es ist immer zentral. Aber das liegt halt auch meist an dem Spielmodus, ne? Wie Domination jetzt. Ich hatte gestern eine Idee, wie man vielleicht Escort wiederbeleben könnte. Und es würde vielleicht ein bisschen besser dadurch werden, aber ist nur eine Idee. Erzähl. Im Prinzip statt einem Atlas ja.
mehrere Transportfahrzeuge oder sowas. Ja, macht Sinn, ja. Genau, die ordentlich was aushalten, weil dann haben sie nämlich nicht so leicht das Spiel und und müssen sich auf mehrere Ziele konzentrieren. Mehrere Transporter und ganz vorneweg ein mobiles Hauptquartier. Mhm. Ist ja dann wie ein Mech-Commander. Da muss ja auch immer ein mobiles Hauptquartier oder sowas mal einfangen. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Transporter alle noch einen Laserturm haben mit zwei Medium-Lasern. Ja, wieso nicht? Mhm. Und das sollte auch nicht schwer zu programmieren sein, oder? Das ist halt wie ein Turm und der Turm fährt in der feste Route. Richtig. Aber ich glaube, mit PGI tiefer wird da was in der Spielmechanik verändert, dafür müsste es mehr Spieler wieder geben. Ja. Gestern war irgendein Streamer online, da hab ich geschluckt, waren fast 1000 Zuschauer. Wie heißt der? Wie heißt der? Also es sind ja zwei NGNTV. Und. Es war einer, der hatte bei seinem Stream stehen, bisschen schnelle Mac-Action irgendwie und es halt wieder da ist, ne? Ja. In MacWarrior Online. Also drei große gibt es. Es gibt den TTP, das ist ja ein Deutscher, der englischsprachigen Stream macht. Und den Baldur Rass oder Baldur, das ist der andere Baradur. Genau, der mit dem Bärtchen. Ja, ja. Genau, und dann halt noch NGNTV, der auch, der immer aussieht wie Captain Ahab. Captain Ahab? Ja, so wie das. Sag ihm das mal. Nein, der hat original denselben Bart wie Captain Ahab damals mit dem weißen Wal, weil es die erste Verfilmung da. Alter, das ist aber ziemlich Klischee-Denken, oder nicht? Nein, der Bart erinnert mich an Captain... Es gibt Menschen auf der Welt, die so einen Bart haben. Nicht so ein. Na gut, dann solltest du ihm das mal stecken oder als Kompliment. Natürlich als Kompliment. Ja, genau. Vielleicht sollte er einen Direwolf fahren, weißt du, einen Direwolf und ihn weiß anmalen. Ja, genau. Ja, mach ihm mal den Vorschlag, findet er bestimmt toll. Trebuchet... Also hinter dem Stein da bei I9, da stehen schon einige gerade. Mhm. Mhm. Mein Gott, was mache ich denn hier? Krieg schon Raketen. Glück gehabt. Oh, da kommt was. Kommt denn nur ein was? Da kommt ganz viel was. Hier mit eurem Business. Ja, ich verstecke mich schon hinterm Stein. Kann ich zeigen? Wer war das? Woher kam denn der Ausschuss oder was das war? Mit dem kann ich nicht reden, der hat einen Large Laser drin. Oder eher Large Laser. Noch nicht die Reichweite zum Traden für mich hier. Sie müssten ein bisschen ticken näher kommen, müssen die Gegner. Oh, sie kommen näher. Sie umrunden mich auf I10, ist einer. Kommen auf der anderen Seite, I10. Mhm. Da sind schon zwei. Zapft. Also ich versuche uns den Rücken zu frei zu halten, aber da sind einige Lightmax unten aus Assault. Assault kommt auch noch. Oh, da, direkt da. Der kommt direkt zu dir. Ich weiß. Ich habe eine UAV hochgemacht. Sie haben mich nicht bemerkt. Das ist zu viel da. Das darf nicht wahr sein, ey. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sterben werde.
Ja. Pick ist es. Und tschüss. Die ganze Zeit rückwärts laufen. Ah, okay, das war's für mich. Ich versuche nochmal hochzukommen. Ja, nee, ach komm. Das sind ja 5-6. 5-6 in daheim. Wo kommen die denn alle her? Das war ein scheiß Game. Mhm. Guten Morgen, Freeze. Wo kamen die denn alle her, bitte? Super. Hoch. Aber ich hab so rechtzeitig gespottet gehabt mit ihr. Die hat aber keiner vom Team gesehen, ha? Huh? Jetzt können wir mal unserem Mouse-Friend zugucken. Ja, viel Spaß. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ich bin jetzt am Sterben. Ah, Alter. Was für eine doofe Position. Ja, ihr mit euren Raketen, ey. Ja. Ihr seid die größten Helden. Ja. Wenn mich jetzt der Pirates Band entdeckt, bin ich tot. Keine Chance. Na, ich glaube die Position. Ah, Vorsicht. Oh. Nein! Der ist noch frisch. Warte mal, vielleicht schaffe ich den noch. Komm. Komm. Du bist dem mental überlegen. Ja, vielleicht. Aber jetzt muss natürlich mal eine Rotary klemmen, ne? Hast du noch deinen Rocket Launcher? Einmal im Rücken. Ja, aber den braucht. Vielleicht bringt der ja noch was. Oh, keine Chance. Ernsthaft? Oh, der hat. Da war. Guck dir den her. Boah, brutal. Ja, das Gegnerteam hat's gut gemacht. Ei, ei, ei. Ja, haben sie gut gemacht. Ja. Die waren auch lange nur noch gespottet, aber die haben zu spät reagiert. Was? Hast du mich gerade verspottet? Dich nicht. Kann auch lustig Witz draus machen, weißt du? Wenn du einen Gegner spottest, dann hast du ihn verspotten. Ja, genau. Okay, ist eigentlich ziemlich flach. 50. So. Extrem schlechtes Match. Naja, egal. Das ist wirklich. Oh, Mann. Ich guck mal kurz was, ne? Dauert nicht lange.
Ja, wenn du wieder bereit bist, sagst du Bescheid. Geh ich mal ganz kurz noch in meinen Loadout nochmal rein. Möchtest du in deinem Warhammer bleiben? Ja, ich wollte den nur noch doppeln, den einen. Aber du kannst da auch noch Sold spielen, oder geht das nicht gleichzeitig? Das sollte eigentlich gehen, wir haben genug Tonnage übrig, aber... Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das jetzt nicht funktioniert. Nach so einer langen Zeit mit dem Raven auf den Atlas wechseln, aber ich probiere es einfach mal, komm, ist egal. Ist doch fast dasselbe. Nee, ist es nicht. Das ist ein super, ein relativ langsamer Assault, der zum Torso-Twisten gedacht ist. Aber das ist eine gute Gelegenheit, dann siehst du auch mal den Loadout. Ja. Kommt da auch einer dabei? Guten Morgen. Kriegen wir noch Hallo. Besuch? Guten Morgen. Warte mal, ich baue mal gerade hier den um nochmal ganz schnell und will den mal aktualisieren. Na? Ach, Case, was will ich mit Case? Ach, hallo Freeze, jetzt sehe ich's. Yes, daher kommt das Guten Morgen. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber ich brauche noch ein bisschen Gewöhnungszeit, um mich in deine Stimme einordnen zu können, weißt du? Alles gut. Ja, du kommst genau richtig. Wieso wollt ihr gerade Feierabend machen? Nein, ich wirklich. Ich war gerade dabei, meine Atlas-Variante zu spielen, die ich nicht gespielt habe. Also direkt von Light auf Atlas wechseln. Ist vielleicht nicht das Gesündeste für den Start. Ach, Ivo. Ich würde dran gewöhnen, dass man langsamer ist. Ja, aber es ist so ein total anderer Spielstil, weißt du? Das Einzige, was er mit dem Raven gemeinsam hat, ist, dass er mittlere Reichweite ist. Ist da noch ein Platz? Natürlich. Geh sofort in den Raid. Ich bin gerade noch im Mac da. Ja. Eile. Gerade aufs Bett gepurzelt. Hast du dir wehgetan dabei? Nein. Das ist schon eine gewohnte Druckstelle, die kennt das. Ich falle immer auf die Stelle, wenn ich aus dem Bett putze. Dann schiebe ich mich wie so eine Raupe vom Schlafzimmer vor den Rechner, krabbel den Stuhl hoch und schalte dann mit dem Gesicht irgendwas ein. Drück dann einfach random irgendwelche Knöpfe und hoffe, dass das klappt. Mhm. Im weitesten raus. Ich weiß nicht, ob das so gut für deine Wirbelsäule ist, sich auf Dauer wie eine Raupe zu bewegen. Im Endeffekt ist das bei der Fitnessübung, wenn man hier Brücke macht und hier, also da gibt es genug Übungen dafür. Okay. Also wenn du es wirklich original wie eine Raupe machen willst, dann ist dir das schwierig vor, weißt du, Wirbelsäule, also Wirbel für Wirbel, weißt du? Und irgendwann nachts um eins lasse ich mich von dem Stuhl purzeln und kriege wie eine Raupe zurück. Mhm. Ins Bett. Ja. Hast du einen Weit gekriegt? Onkel Freeze? Oh. Ja, hier blinkt irgendwas. Ich wollte mal ganz kurz. Ich hab gerade nochmal eine steine Idee. Warte mal, steine. Will man das so machen? Freeze hier. Okay, ja, okay. Matter. Alles gut. Ja, hab schon gewechselt. Ich wollte nur gerade fragen, ich erinnere mich nämlich nicht mal an den Loadout von deiner Supernova und genauso wenig an den Loadout von deinem Mad Dog. Meine Supernova hat 4 Large Pulse Laser, 3 Medium Pulse Laser und 1 eher Medium Laser. Und der Mad Dog hat 4 LRM-15, 2 LRM-10 und 4 Small Medium Small Pulse Laser. Ah. Hat der Mad Dog eigentlich. Wie viele Lasershots hat er denn im Arm? Das kommt drauf an, welche Arme du nimmst. Was ist denn das Maximum für beide Arme? Ja, warte, ich guck mal. Also ich kann jetzt 4 mitnehmen. Ich habe noch Arme. 6 ist das Maximum.
Das klingt doch ziemlich gut. Im Moment hast du nämlich 4 Tonnen und nur so eine Idee, weil die Small Pulse sind ja eigentlich ziemlich cool wegen der saukurzen Brenndauer. Ich hab gar keine Small Pulse, ich habe Heavy Small. Ach, Heavy Small, okay. Ich hab Small Pulse verstanden. Ja, habe ich auch gesagt, aber ich habe jetzt gerade nachgeguckt und habe mich geirrt. Mhm. Auf was würdest du denn wechseln? Ja, genau. Mich würde einfach interessieren, weil die haben halt eine relativ lange Burn-Dauer, glaube ich, ne? Haben sie. Genau, und machen auch ein bisschen mehr Hitze, wobei das jetzt bei Heavy Smalls nicht so brisant ist, aber du hast halt viele LMs, ne? Und da dachte ich vielleicht, vielleicht gegen Small eher Smalls austauschen, weniger Schaden, mehr Reichweite und geringere Brenndauer, glaube ich, oder? Ja. Kriege ich aber auch nur 4 Stück von rein. Mal einmal LRM-Ammo rausnehmen. Dann hätte ich 6 eher Smalls. Habe ich aber nur noch 5-mal Ammo dabei. Wobei, was für LRMs hast du drin? 4 LRM 15, 2 LRM 10. Weil, noch ein Vorschlag. Wenn du jetzt Munition rausnimmst, da kannst du ja mit den ganzen Waffen, du hast noch weniger feuern. Und theoretisch, wenn du dann eine LRM-10 rausnehmen würdest, nur so als Beispiel, könntest du quasi mit der Munition, die du schon hast, öfter feuern, hättest mehr Tonnage über, könntest du wahrscheinlich die extra Laser einbauen und noch bessere Hitzeeffizienz. Ja, die Sache ist die, mit so wie ich ihn wieder jetzt steht, mit den 4 LM10 und den 2 LM, 4 LM15 und 2 LM10 kann ich, wenn ich den Chainfire habe, kann ich quasi ununterbrochen feuern, ohne heiß zu laufen. Wenn ich die nacheinander losschicke. Mit so viel? Und selbst wenn du eine LM10 entfernst, müsste das doch auch noch gehen, oder? Wie lang ist denn die Nachladezeit für die LMs? Teil. Ich muss jetzt gucken, wo steht denn das? 3,96 bei den Zehnern und 4,25 bei den 15ern. Ich probiere es mal aus. Das ist jetzt einmal, ich bin noch nie ans Munitionscap gekommen bei dem, deswegen. Ja. Ich bin sofort zu weit, ne? Ja, ich hört und hört. Ich weiß nicht, wie viel wiegt denn eine LRM10? 3 Tonnen? 2 Tonnen? Kunde. Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Wolfengruppen nur schnell einstellen. Ja, wenn du die rausnimmst, dann 2 leichte Laser, hast du noch 1,5 Tonnen, kannst einen Heatsink einbauen und vielleicht noch eine Light Active Probe. Ich weiß nicht, die bringt auch ein bisschen was, oder? Die habe ich schon drin. Ah, eine normale Light? Ich habe eine Clan Active Probe drin. Achso, die 1 Tonnen schwere, okay. Okay. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt einmal Ammo raus und dafür 6 Laser drin, wo ich die Laser irgendwie ganz selten gebraucht habe bisher. Ja, mal schauen. 6 okay. Eher Small. Ich bin sofort soweit. Okay. Brauch noch einen Moment. Ja, Freeze, wenn du sowieso noch nie deine Munition aufbrauchen konntest, ist es ein Versuch wert. Ja. Telefon. Ja. Ja, ich brauche mal kurz was. Ja, ich bin sofort soweit. Fuck. Was haben wir denn hier? Muss leider sehr groß sein, dann können wir das nicht einbauen. Ja. Erst. Dann kriegen wir da nicht rein.
Kann losgehen. Ja, kann bei mir auch sofort losgehen. Ich muss nur kurz was gucken. Und ich habe mal ganz kurz was Neues, das abgeschissen hier mir. Können wir auch losgehen. Super. So. So. Okay. Zusammengeschissen. Ja, perfekte Wortwahl hier. Ja, ist nicht optimiert. Also, will ich damit sagen. Ah. Da, erstmal. Okay. Achso, warte mal, winkert der dann? Nochmal? Achso, ja. Das geht trotzdem. Das geht. Das muss gehen. Bin ready. Was da, ich jetzt auch. Ich vermute mal, du hast die Heavy Smalls eingebaut als Verteidigung gegen, hauptsächlich gegen Lights, oder? Ursprünglich. Entschuldigung, bitte was? War das an mich? Ja, das war an dich. Entschuldigung, ich hab was nochmal, bitte. Ich vermute mal, du hast die Heavy Smalls ursprünglich eingebaut als Verteidigung gegen Lights und sowas, ne? Die habe ich eigentlich nur eingebaut, damit ich irgendwas habe, falls meine Raketen alle sind, weil der hatte ursprünglich, hatte der drinne zwei Large Puls und zwei Medium Puls und das war halt mega viel Tonnage für dann zwei LRM-20 mit 480 Raketen oder so. Ist halt so richtig Lorb-mäßig gebaut gewesen, aber damit gewinnst du ja keinen Boomtopf. Hast du eigentlich den Link gesehen mit dem Tabletop-Simulator? Kennst du das schon? Ja, kenne ich. Wie geil ist das denn? Ich habe den aber noch nie benutzt. Ich auch nicht. Hab den halt gesehen. Aber ich habe ganz viele Bekannte, die den ganz exzessiv nutzen. Da gibt es nämlich ganz viele Plugins für alle möglichen Brettspiele, die es so auf der Welt gibt. Ach so. Das soll sogar richtig, richtig gut funktionieren. Das ist nicht nur für Battletech, das ist für alles Mögliche dann, oder was? Nein, da kannst du jedes Brettspiel der Welt, das sich da ein Plugin hat schreiben lassen, für benutzen. Ja, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich gepennt, jetzt habe ich versehentlich den falschen Mac genommen. Blood Asp. Ja. Auch cool. Solange er noch ein paar Waffen hat. Ich hoffe es. Ich wollte eigentlich nur gucken, was die Air Small Laser für Vorteile haben gegenüber den Heavy Smalls. Und bei dem... Grundsätzlich bin ich von den Heavys überhaupt nicht begeistert, weil die eine ultra lange Brennzeit haben. Ja, 0,2 Sekunden länger. Es fühlt sich auf jeden Fall ultra lang an. Vor allem bei den Large-Dingern. Das war ausprobiert. Guten Morgen, Moonraven. Kann man denn bei dem Tabletop-Simulator auch gegen Computer spielen? Gibt es da auch eine AI oder ist das nur rein gegen... Nee, ich glaube, das ist nur Virtualisierung von Brettspielen. Also ich glaube, es gibt keine KI. Aber das ist keine hundertprozentige Aussage. Ich habe das, wie gesagt, noch nie so richtig ausprobiert. So. Bin ich mal gespannt. Stelle ich mich denn am besten hin hier? Okay. Boah, ich fass es nicht.
muss hier weg. Was ist denn los? Warum gehen denn alle hier unten lang? Ja, die wollen irgendwie, wenn ich das richtig gehört habe, haben die gerade irgendwas von NASCAR gesagt. Die wollen also diesen Kreisrennen machen. Na gut, dann machen wir mit. Finde ich immer wieder großartig, wenn man nach dem Waffenwechsel vergisst, die Waffen neu einzustellen. Und nach dem ersten Schuss erstmal heiß läuft, weil alles auf der 1 liegt. Alle über uns, links über uns. Ja. Da kommen euch ganz schön viele entgegen. Oh, Alter. Ich habe hier den Atlas mit den gelb leuchtenden Augen. Mhm. Oh. Ihr müsst unbedingt da drauf drücken. Ich lock die Eis hinter mir her. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei mit den anderen. Halt noch ein bisschen durch. Wir kommen gleich rum von links. Ich meine von rechts. So, okay. Go, go. Oh, jetzt hab ich hinter mir. Oh, keine, wo sind denn noch Gegner alles? Katapult neben dir. Ja. Fangen gespielt, ich konnte kein Damage machen im Spiel. Oh. Na super. Da ist der Atlas, okay. Oh. Ja, da hat er mich eigentlich. Das heißt mich. Sehr schön. Alter, irgendwas schießt mir in die Seite. Ich weiß nicht, was es ist. Da ist noch ein LRM-Boot irgendwo, oder? Ach, hier sind die UAV über uns. Alter, das nervt. Was war denn das? Von wo kam der? Ja. Der hat mich auch gekillt. Dieser, wo ist denn der? Dieser Mackie Mitchet. Guck mal, hat noch einen gekillt. Was geht denn mit dem ab? Wo ist denn der? Ich hab ein Kommando hier bei mir. Oh. Bin ich runtergefallen, das darf nicht wahr sein, ey. Ich bin auf dem Weg, ich schleiche, Leute. Go, go. Ah, aus dem Weg. Oh, Alter. Schaffst du, Freeze, schaffst du. Ah, Alter. Go, go, go! Du musst nur cool bleiben, Freeze, du musst nur cool bleiben. Oh, Leute. Ja, unser Team hat Counter-Nesca gemacht, genau, Moonraven, hast du vollkommen recht. Ich konnte nichts machen im Gefecht, ich bin nur weggerannt, hab die nur gelockt.
Boah, ich hätte meinem Blood erst am liebsten in den Arsch getreten, das ganze Match. So eine langsame Reaktionsgeschwindigkeit. Ich glaube, wenn man nur Raven spielt, auf jeden Fall. Ja, aber weißt du, ich bleib stehen. Ich laufe vorwärts und bis ich abgebremst habe und rückwärts laufe, vergehen bestimmt 5 Sekunden. Aber das war so geil jetzt gerade. Das war richtig geil. Ja, ja, das war nicht schlecht. Ich mach nur ER-Large Laser, ist damit zu heiß. Ich mach nur wieder normalen Large Laser rein. Und bin wieder bei die. Komm, das probieren wir nochmal. Das war irgendwie eine Offenbarung. Ja, das Schicksal wollte, dass ich den Blood erst spiele. Hast recht, Moonraven. Das Team hat echt gut reagiert. Das war ein richtig gutes Spiel. Ich bin mal gespannt, wie lange der Maximilian noch schläft. Gut, er war heute Nacht auf, viel wach. Durch den Wachstumsschub. Oh Gott. Ich muss mal meinen Helm wieder wegräumen. Wie gesagt, ich bin ja noch Reservist, ne? Und ich hab ja meine ganze Militärausrüstung auch noch hier zu Hause, weil ich noch nicht ausgemustert bin. Ja. Ich bin zwar krank gemeldet, deswegen muss ich keine Mehrübung machen. Und mein Sohn hat gestern wieder mal mit dem Helm gespielt. Okay. Ich habe ja auch ein Kampfhelm daheim von der Bundeswehr. Und hat eine Katze drauf geschlafen. Das ist ja total haarig. Oh Mann. Der Freeze, der muss noch ready machen. Ja. Ja, kommt. Bin ich voll bei dir, Moon Raven. Ich teste nur gerade mal ein bisschen aus. Ich glaube, der ganz große Targeting-Computer ist zu viel. Was hast du denn in deinem Blood erst drin? Eine Ultra 20 und zwei Ultra 10er. Ja, das ist doch eigentlich. Ja, doch, das ist doch gut. Ja. Hast du ordentlich Punch? Na, das ist ziemlich viel Punch, ne? Mein Problem ist, ich kann mich nicht von meinen Battle Mastern lösen. Das ist doch nicht schlimm. Ja, das ist so seins, ne? Ja. Was hast du gesagt? Du kannst deine Battles nicht mastern. Das habe ich gesehen. Ja, die kann ich auch nicht mastern. Das ist richtig. So. Ja, heute Morgen renne ich nur weg, hast du schon recht. Heute Morgen bin ich nur am Rennen. Vom Team. Ja, wäre cool, wenn dann Faction Play auch mal öfters aufgehen würde, Moonwave. Geht gar nichts mehr irgendwie, so wenig Spieler. Entschuldigung. Da ist noch jemand müde? Ja. Kälte. Werden Sie wach? Das Gefecht geht los. Jawohl. We'll be right back.
Ja, es ist aber schade, dass man sich mittlerweile absprechen muss, dass man Factionplay machen kann. Ich habe ja 2015 aufgehört zu spielen, dann war das ohne Probleme, aber heute ist es echt wenig Spieler. So. Mittig. Ne? Ja. Dann mal los. Warte, da ist ja. Nee, da ist ja gut genannt. Marauder. Ah, doch, hier geht's. Trennt ihr euch jetzt schon? Okay. Nee, ich geh hier hoch, direkt. Hier ist ein Weg hoch. Aha. Vielen Dank für die Guidance. So, komm ich hoch? Nein. Okay. Da war schon der Erste. Raven ist in der Mitte. D3 ist in der Dam-Boot. Oh, ich hab die. Wenn er an den Awesome rankommt, der hat nur Heavy PPCs. Am Airspawn links oben in C4B4. Ja. Assassin B4. Okay, ich gehe über Charlie 3 jetzt. Charlie 3? Ja, Charlie 3, genau. Weil irgendwie, wenn wir jetzt hier bleiben bei Bravo 3, kommen wir anscheinend nicht hoch. Gute Morgen an den Chat. Come on, come on. Komm hoch. Okay, vergiss es. Ja, das hat nicht geklappt. Kommt der dicke mich nicht hoch? Richtig. Bin down. Was? Ja. Was? Ja, das können sie. Ja, das sind ein Flieh und ein Assassin. Jetzt bin ich tot, das war's. Ja, ja. Right torso, critical damage. Okay. Zu langsam hochgekommen. Nee, der Dutch Chaser ist nichts für mich. Nicht mehr. New target acquired. Target acquired.
Schuss, dann bleib bei deinen Schuhen, ne? So muss das sein. Ja, fast. Guten Morgen, Chris. Schönen guten Morgen. Hallo. Willst du auch mit? Ja, ich habe gerade schon eingeloggt. Beziehungsweise ich bin gerade dabei. Sehr gut. Mega. Weit ist raus. Dein Lieblingsraven. Oh ja. Mal kurz überlegen, den Kitbox zu nehmen, aber den probiere ich vielleicht nächste Runde. Das war auch heftig gestern. Nach langer Zeit den Kitbox ist erstmal wieder gespielt und direkt das Team total in die Höhe gelobt. Ne? Keine Sorge, wir haben einen Kitbox für uns. Schart euch um ihn. Ne? Dann hast du verkackt. Nee, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, also. AMS, die drei AMS haben super gearbeitet, das ECM hat super gearbeitet und einen guten Punch hat er auch gehabt und ignoriert wurde auch vom Gegner. Herrlich. Was wollen wir denn? Polar Highland oder Solaris? Lieber Polar. Polar? Caustic Valley wird's. Die hat man schon ewig nicht mehr. Ja, meine vollständige Lanze. Uiuiui. Da kann ja unser Scout mich sagen, wo wir hin müssen. Baute uns den Weg. In der Mitte. Wir gucken einfach mal, wo sie auftauchen. Ja, es wird ja immer hier auch Nesca Rally gemacht. Eigentlich schon, ja. Aber bitte rum. Ja. Da ist schon der erste. Bravo ist ein. Wollt ihr es sehen? Ja, unser Direwolf kriegt schon Beschuss. Okay. Der rechte Direwolf auf F5. So, okay. Interessant. Target acquired.
Battlemaster, Huntsman. Okay, da ist er da. Kannst du losgehen. Ich pushe jetzt mal ganz vorsichtig vorwärts. Da ist irgendwas mit Laser, warum wir direkt zwischen Delta 3 und Delta 4? Ja. Ja, direkt vor uns. Hab ihn zurückgedrückt. Hier sind einige. Hier ist noch ein Assault bei Delta 4. Atlas direkt vor mir. Alles klar, wird markiert. So, ich lenke ihn ab. Wir haben dann ein LRM-Boot hinter. Ja. Ja, die Raketen fliegen auf mich. Das ist ganz schön viel, alter Schwede. Okay, Atlas ist zurückgedrückt. Können wir wieder pushen? Das geht, oder was, ne? Der Atlas ist weg. Pass auf, Linebacker C4. Da ist der Atlas wieder. Atlas kommt zurück. Auf, wir machen den weg. Vorsicht, links von dir, Maus, ist noch der Tor. Ja, alles klar. Atlas ist weg. Gefährlich. Okay, Atlas, Alpha vor uns. Wir haben über uns ein UAV. Ist abgeschossen worden. Wunderbar. Ja, hat noch nicht ganz ausgereicht, wie es aussieht. Hinter uns ist einer. Zwei Heavy. Zwei Linebacker. Da gehen wir die A erstmal drauf, ha? Ja, genau. Das muss aber schnell gehen, dann der markierte zuerst. Okay. Die kriegen wir, bin schnell genug. Ja. Uns trotzdem beeilen, weil sie sind schon leicht in Führung gegangen. Ich sehe sie nicht mehr. Da ist er. Die laufen um den Berg rum. Oh. Schade, rutscht runter. Sind oben drauf? Ja, ich komme. Ja. Mist. Komm an, Jam. Einer ist raus. Ja, der zweite ist markiert. Er hat mich noch gut erwischt. Bein. Ja. Komm. Was zum... Boah. Bei D4 kommst du massiv rum, aufpassen. Ja. Ich muss abkühlen, sonst... Boah, die mit ihrem Missileboot. Lima, Direwolf. Mann. Okay, das war keine gute Idee. Da kamen einmal alle. Ja, weil es aussieht, ne? Okay, egal. New target acquired. Oh, shit. Ja, ich wurde rausgenommen. Schade. Okay, ja, das war's für mich. Bin ich gefokust und dann war's das. Aber wir haben da schön aggressiv gespielt in der Ecke. Verstehe ich mir, dass hinten das Team so auseinanderfällt. Die Stealth-Armor, die gab's damals noch nicht. Was macht die denn eigentlich? Kannst nicht aufgeschaltet werden.
Überhaupt gar nicht, oder was? Nein. Wie geil ist das denn? Also das kannst du auch nicht beim Tech oder so countern? Mit dem Tech geht's und mit dem Nag auch, glaube ich. Aber ja, du hast halt, du kannst halt die Gegner nicht mehr auf deinem Radar sehen. Ne? Das ist also dein eigenes Team, aber das war's. Du kannst deinen Gegner erst aufschalten, wenn du, ich schätze mal, so 100 Meter an dem dran bist. Das ist ja voll der Ninja, der fliegt. Mhm. Ach ja, aber du siehst es auch, ne? Der Hitzeabbau ist krass reduziert, wenn du den Stealth anhast. Das war ungünstig. Da war der Snapshot von der Blood-S-Buch richtig hart. Ja, keine Ahnung, was das war. Vermutlich Gauss, ha? Konnt's nicht sehen. Ja, es hat leider viel zu lange gedauert, die Linebacker rauszunehmen. Also so ein Doppel-Linebacker-Team ist halt auch einfach mal mega krass, ne? Ja, ja. Wenn die da mit ihren 100 lang rennen. Ja. Man muss mal überlegen, wie viele SRMs die zu zweit reinbringen, ne? 12 ja. Stück oder so. Ja. Ich hab noch Glück gehabt, dass mich der eine Linebacker die ganze Zeit ignoriert hat. Oh, danke Moonraven. PPC-Treffer deaktivieren auch Stealth. Wurde gerade gesagt. Also wenn er mit PPC getroffen wird. Das ist richtig, ja. Wenn man von einer PPC getroffen wird, muss man das, kommt automatisch der Cooldown wieder Stealth und dann muss man es wieder aktivieren, sobald der Cooldown vorbei ist. Okay. Ja. Da haben sie ja doch tolle Dinge über die Jahre eingeführt. Also mit der richtigen Camo und wenn du stehen bleibst und den Gegner nicht direkt anguckst, einfach nur so aus dem schrägen Winkel, dann bist du auf manchen Maps unsichtbar. Wirklich. Mit einigen YouTuber, die das gezeigt haben. Es funktioniert wirklich. Wie weit seid ihr anderen mit den Beach Party? Seid ihr auch schon durch Phase 1? Ja. Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich müsste erst wieder nachschauen. Schläft echt lange heute. Reactor online. Sensors online. Weapons online. So, sind wir mit der Gruppe? Noch kleiner. Nee, was? Nee. Hup, hup. Du bist kleiner. Ja, großer.
Mitte, Richtung C3, der Lanze. Eine kleine Fliege. Yes, ein Floh. Ein Floh. ein Locust und... Ja, okay. Boah, ich muss runter. Keine Chance. Ja. Okay. Oh. Wie oben? Linkes Bein beim Hellbringer. Hast du ein Jägermech in D3? Oh, hast du noch weggekommen mit seinem Mist? Okay. Nee, doch nicht. Ja, ich habe ihn gemacht. Sehr gut. Oh, unter mir sind sie alle. Ich habe eine UV hochgemacht. Ja. Nice. Ich pushe jetzt Charlie 3 mit dem Nightstar. Da ist noch der Jäger-Mac vor dir. Ja, ich weiß. C4 ist noch ein Assault. Wir haben sie ja schön in die Ecke reingedrückt, das ist nur... Ja, haben sie. Oh. Ah, schön, hier kommen die Großen. Der Warhammer ist fast durch. Ja. Warhammer... Pushe jetzt in Charlie 3. Okay. Nein, oh. Ich bin überhitzt, er auch. Wer schneller? Archer down. Oh, da ist noch was. Ich hab was hinter mir. Da kommt was hinter mir. Bin gleich da. Ah, sehr schön.
Nee, du hast einen Jäger-Mac hinter dir, hinter dir. Da ist er. Ah, fuck. Ich kümmere mich um den Jäger-Mac. Go, go, go. Schön. Und der letzte. Na, guten Morgen, Schatz. Bin noch nicht satt. So, für mich war es das letzte Game. Wie gesagt, wenn der Kleine aufsteht, bin ich erstmal vom Kleinen da, erstmal mit ihm frühstücken. Okay. Aber ich gucke jetzt noch richtig in Ruhe zu. Mhm. Und für mein Sprüchle kann ich ja schon mal machen für Twitch und so. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da und kommt auch gerne wieder zum Zuschauen. Und bei YouTube gerne auch kommentieren und einen Daumen hoch und ein Abo da lassen. Ich bin leider kaputt gegangen, ja mein Schatz. Heute Morgen läuft es nicht so gut, weil ich nicht viel geschlafen habe. Aber bei den anderen läuft es gut. Ja. Also der Fries, der spielt so wie immer. Ganz genau. Spaß. Okay. Ich hoffe mal stark, dass sich der Bursche hier nicht irgendwo abgeschaltet hat. 100 Pro. Ja. Gehen wir mal nicht vom Negativ. Da ist er. War das immer noch die King Crab oder was, ja? Das war ein großer Flieh, ja. Das war der größte Floh, den ich hier gesehen habe. Herrlich. Gut. Ja, die UAV hat mich ganz schön erschreckt, dass die auf einmal unter mir alle standen. Ja. So, ihr drei, ne? Viel Spaß noch. Ich wünsche euch viel Spaß. Freeze, du kannst ja den Stream anschmeißen, dann kann ich bei euch beim Frühstück zugucken. Oh, okay. Gut. Oh, dann brauche ich erstmal einen Kaffee. Hast du einen oder an? So. Kann ich Kanal Raid machen? Ich mache ihn jetzt. Nee, habe ich nicht. Ich mache ihn jetzt gleich an. Alles gut, brauchst nicht. Okay, gut. Dann bin ich raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag erstmal. Gleichfalls. Bis dann. Ciao.